Hallo Leute, herzlich willkommen bei Dein großer Tag, der Sendung, in der eure größten Wünsche in Erfüllung gehen. Heute geht es bei uns um diese süßen Vierbeiner und ums Hundeschlittenfahren. Das ist nämlich der große Traum von Connor. Connor ist 10 Jahre alt. Er spielt gerne Basketball, liebt Hunde und sein größter Wunsch ist es, einmal mit einem Hundeschlitten zu fahren. Jeden Freitag nach der Schule trifft sich Connor mit seinen Freunden in diesem Lokal. Das hat mir seine Mutter verraten. Was er allerdings nicht weiß, ist, dass wir ihn heute überraschen werden. Der Tisch ist reserviert und wir verstecken unsere Kameras. Wir müssen uns beeilen, denn die letzte Unterrichtsstunde von Connor und seinen Freunden ist bereits zu Ende. Und da kommen sie auch schon. Gleich werde ich sie überraschen. Dazu schlüpfe ich in die Rolle der Kellnerin. Bin gespannt, wie sie reagieren. So, hier ist eure Bestellung. Da muss ich mal kurz abstellen. Wer bekommt denn was? Ich habe hier eine Spezi, die ist für dich. Noch eine Spezi. Bitte schön. Dann bekommst du Wasser. Ach so, ich habe jetzt hier Wasser und Citerino. Ach so, okay, dann, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache das noch gar nicht so lange mit dem Kellnern, weil eigentlich komme ich ja von Dein großer Tag. Kennt ihr das? Nein. Du kennst das? Ja. Ja? Du bist Connor, stimmt's? Ja. Und du hast dich beworben? Ja. Ja? Ich bin Mushta, hi. Hi, Tag. Ja, was ist denn Dein großer Tag? So irgendeine Fernsehsendung und dann können so manche Kinder so halt im Fernsehen sein und die dürfen da irgendwas Cooles machen. Ich habe gehört, du magst Hunde besonders gern. Ja. Ich habe mir was ganz Tolles für dich überlegt, soll ich dir zeigen? Ja. Ja? Okay. Ihr dürft natürlich alle mitschauen. So. Könnt ihr das so sehen? Guckt ja. Mal alle zusammen. Okay, bereit, Connor? Ja. Gut, los geht's. Lieber Connor, du liebst Hunde und ganz besonders Huskies. Huskies sind besonders freundliche und sportliche Hunde. Sie lieben es zu laufen und sind deshalb die idealen Zugtiere. Wir nehmen dich mit zu einem Huskyhof. Dort wartet gleich ein ganzes Rudel auf dich. Von erfahrenen Hundeschlittenführern lernst du, was man alles wissen und können muss. Und am Ende wirst du selbst mit einem Hundeschlitten durch verschneite Landschaften fahren. Also, wenn du dabei bist, dann fahren wir nächste Woche auf eine Schlittenhundefarm und du lernst, wie man mit Schlittenhunden fährt. Das ist cool. Bist du dabei? Ja. Dann herzlich willkommen bei Dein großer Tag. Yay! Cool, dass du dabei bist. Tja, so schnell kann es gehen bei uns. Eben noch ein ganz normaler Schultag und plötzlich ist Connor im Fernsehen. Seine Freizeit verbringt Connor oft mit seinem Freund Arthur. Also, Arthur ist ja einer meiner besten Freunde und wir malen auch gerne so Stadienbilder. So Stadien und Trikots, ja? Und Burgen. Connor malt nicht nur gerne, er baut auch viele seiner Entwürfe. Also hier habe ich so ein Büro gebaut mit Monitoren, was zum Trinken. Und hier haben wir noch einen kleinen Mini-Drucker gebaut. Und zum Schluss hier haben wir auch noch so einen Hund reingesetzt, der einfach süß aussieht. Also ich würde gerne entweder Architekt, Erfinder oder NBA-Player, wenn ich groß bin, sein. Für die amerikanische Basketball-Profiliga trainiert Connor am liebsten mit Arthur und seinem Bruder Liam. Als wir mal letztens in den USA waren, dann waren wir bei so einem NBA-Spiel von dem Team der Stadt, wo wir gerne hingehen. Neuer fliegt rein. Oh. Eine Sekunde direkt nach dem Treffer. Ja, also wirklich NBA, erste Liga Basketball. Also ich nehme jetzt meinen besten Freund Arthur mit, weil er halt sehr freundlich ist. Wir haben halt zusammen auch sehr viele Interessen wie Fußball und sowas. Und weil wir uns schon seit der ersten Klasse kennen. Schlittenhunde willkommen! Ein paar Tage später geht's los. Ich reise mit Connor und Arthur ins Allgäu. Hier liegt auch der Huskyhof. In dem werden die beiden 3 Tage lang wohnen. Katzen gibt's hier auch. Aber vor allem natürlich Hunde. Oh. 13 Huskies gehören den beiden Tierfreunden Sabrina und Achim. Die beiden sind erfahrene Hundeschlittenführer, sogenannte Mascher. Connor freut sich riesig.
Das wird ganz cool, garantiert. Ja. Gar keine Berührungsängste? Keine Berührungsängste. Null. Cool. Allerdings ahnt er auch noch nicht, wie stürmisch die Begrüßung gleich ausfällt. Ich frage mich, ob wir hier rein können. Ja, logisch, ich schaffe das. Einfach nur zu laufen. Ja, ich hätte immer gleich so stürmisch probiert. Ich bin die Sabrina. Das ist mein Mann, der Achim. Hallo. Du bist da? Connor. Dann ist er der Arthur. Arthur, okay. Hallo. Das ist unsere Katie, das ist meine Leithündin. Also die kann Kommandos schon perfekt. Und Sabrina, ist das eine besondere Rasse eigentlich? Das sind jetzt Siberian Huskies und die sind eben auf Sprint gezüchtet. Also sind wahnsinnig schnell. Wie schnell können die fahren? So 30 km/h kriegen die schon drauf. Cool. Wie war das für die beiden, als die Hunde auf sie losgestürmt sind? Spannend. Also es war, die sind ziemlich wild auf dich zugegangen, als sie durch die Klappe da gegangen bist. Das war richtig cool, die waren so flauschig. Einfach mal, manche springen hoch, manche bleiben am Boden, kuscheln sich so an die Beine. Der Aragorn. Absoluter Schmusebär. Wer ist das? Das ist der Aragorn. So, Connor, wir haben uns übrigens eine erste vorbereitende Übung überlegt, weil wichtig ist es ja erstmal zu spüren, was für eine Kraft die Tiere haben. Mhm. Seid ihr bereit? Ja, garantiert. Ja? Garantiert? Bereit, ja. Die Gurte, die wir dazu von Achim angelegt bekommen, haben einen sogenannten Ruckdämpfer eingebaut. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Sabrina bereitet die Hunde vor. Sie bekommen ein Spezialgeschirr an. Die netzartige Form verteilt die Zugkraft auf den ganzen Körper und nicht etwa nur auf das Halsband. Ganz toll. Super. Okay, ich glaube, du musst dich um deinen Hund kümmern. Okay, ich lass bei dir los. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Okay. Dann auf geht's. Einfach go, komm. Wow, oh mein Gott. OMG. OMG. Kaum sind wir mit den Hunden verbunden, gibt es kein Halten mehr. Oh, Arthur, klappt's? Ja. Okay, Arthur, los geht's. Unglaublich, wie viel Kraft die Huskies haben. Jetzt geht's los. Achtung. Hilfe. Connor, überholt mich. Die sind richtig schnell. Also, da kann man kaum mitrennen. Man muss sich voll dagegen stellen, überhaupt noch hinterher zu kommen, weil sonst geht's nicht mehr. Wie fandst du es, Arthur? Ja, also die sind viel stärker als normale Hunde irgendwie. Da! Aus diesem Spaß ist übrigens eine Sportart geworden. Beim Kenny Cross kann man sich auch über längere Strecken mit den Hunden messen und sehen, wer länger durchhält. Das ist cool! Solange die Hundeführer es nicht übertreiben, macht den Hunden das Laufen und das Ziehen der Schlitten großen Spaß. Es ist keine Quälerei. Schlimm wäre es, wenn sie zu wenig oder gar keine Bewegung bekämen. Auch die Kälte macht den Tieren nichts aus. In den kalten Ländern, wo die Huskies herkommen, schlafen sie sogar im Schnee. Ihr dickes Winterfell hält sie schön warm. Übrigens haben nicht alle Huskies diese schönen blauen Augen. Manche haben braune. Und andere sogar ein blaues und ein braunes Auge. So, ihr wisst bestimmt, wie wir trainieren, oder? Und zwar mit unserem Trainingswagen. Und zwar im Herbst und im Frühjahr, wenn kein Schnee mehr liegt. Arthur, ja? Du darfst gleich mal hier vorne Platz nehmen. Ja. Wie sich das anfühlt, vorne auf dem Trainingswagen. Perfekt. Cool. Das. Und Connor? Du darfst gleich mal mit dir. Oh ja! Ja! Das ist wie beim Fahrradfahren. Ja. Und so lenkst du auch. Und zudem gibt es noch eine Fußstellbremse. Und so, genau, dreht mal drauf. Perfekt. Und wenn du dann den Hebel noch zu dir ziehst, dann stehst du ganz, dann bremst, blockiert er alle vier Räder. Cool. Wer zieht uns jetzt, würde ich sagen, wenn wir jetzt keine Hunde haben? Ich nicht. Was machen wir jetzt? Achim! Mit seinem Quad will Achim den beiden zeigen, wie schnell die Hunde werden können. Oh mein Gott! Sind
Sicherheit geht natürlich vor. Ja. Helme sind Pflicht bei dieser Übung. Genauso wie beim Hundeschlittenfahren. Achtung, es geht los! Es gibt kein Zurück mehr. Ja, OMG. Ja, klasse. Ja. Richtig cool, muss man dazu sagen. Wenn noch schneller fahren kannst, wäre richtig cool. Wenn es bergabwärts geht, musst du immer noch mitbremsen. Weil die Hunde werden immer schneller. Ja, klasse. Super machst du das. Genau. So merkst du auch bei den Hunden, wenn die langsamer werden. Die Leine muss immer auf Spannung sein. Sonst fährst du den Hunden ja hinten rein. Connor muss also lenken und bremsen. Bisher dachte ich, das machen die Hunde von ganz alleine. Arthur ist mit seiner Position auch zufrieden. Gib mal ein bisschen Gummi. Ja, das war witzig, weil es war cool vorne, weil vorne muss man nichts machen. So, einmal hier entlang. Boah, hier stehen ja richtig coole Schlitten. Sabrina und Achim haben für Connor und Arthur ein gemütliches Zimmer vorbereitet. Hier werdet ihr zwei heute übernachten. Wow. Das ist euer Reich. Cool. Ich einfach mal dazu. Fühlt euch wie zu Hause? Wow. Sabrina und Achim haben es ganz gemütlich. Welche Seite bist du? Wer steht wo? Ich schlafe da. Gut. Okay, haben wir das schon mal geklärt? Aber bevor es ins Bett geht, habe ich noch eine Aufgabe für die beiden. Ich habe die schon mal vorbereitet. Und zwar gibt es die folgenden Kommandos, auf die die Hunde hören. Wir gehen sie mal kurz gemeinsam durch, denn die müsst ihr bis morgen drauf haben. Oh, das heißt nachher auch noch üben. Also, wir haben zum einen Go. Das heißt, du kannst es sehen? Loslaufen. Loslaufen. So, was musst du schreien, wenn es langsamer werden soll? Easy. Easy, alles klar. Anhalten bedeutet? Wow. Wow. Und steh? Stay. Stay. So, dann haben wir einmal links, das ist Haw, und einmal rechts, das ist G. Und wenn es geradeaus geht, dann geht es immer Ahead. Okay. Und ihr dürft üben. Alles klar? Ja. Na dann, bis morgen. Ciao. Ciao. Anhalten. Wow. Nach rechts. G. Mal sehen, ob die zwei bis morgen alle Kommandos drauf haben. Go. So, Jungs, ganz schön krasses Wetter hier draußen. Ja, ist natürlich immer unvorhersehbar. Es ist kalt, es schneit, es hat vorhin sogar geregnet. Und es ist eigentlich auch glatt. Das ist Schneematsch. Die Mischung aus Schnee und dem Schlimmsten. Naja, aber wir sind ja Gott sei Dank bei deinem großen Tag auf alles vorbereitet. Ja. Und da wir mit den Schlittenhunden heute aufgrund des Wetters nicht in den Wald können wie geplant, haben wir uns was ganz Tolles anderes überlegt. Seid ihr schon gespannt? Ja. Ja? Okay, kannst du es uns sagen? Nein, darf ich immer noch nicht. Ach, schade. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Wir steigen jetzt ins Auto. Das steht schon da drüben bereit. Und dann werdet ihr gleich erfahren, was es ist. Okay? Bis gleich. Okay. Tschüss. Ciao. Wir haben großes Glück, denn wir dürfen mit den Hunden in dieser Reithalle trainieren. Nice. Connor wird nervös. What is this? Arthur, du weißt, dass du zuerst darfst. Aber auch die Hunde sind aufgeregt. In einer Reithalle auf weichem Sand sind sie noch nie gelaufen. Okay, du weißt schon Bescheid. Muss ich Kommando sagen? Das darfst du gleich machen, wenn du magst. Welche Strecke fahren wir denn? Wir fahren jetzt erst so. Dann schauen wir mal. Eine Runde? Eine Kurve? Links zum Achter, genau. Easy ist langsamer und Go ist schnell. Wir wollen ja jetzt Easy, wir wollen schnell. Wir brauchen schnell und vor allem schön laut. Die sollen ja die Kommandos auch hören können. Okay. 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 Okay, go. Nana, go. Und so. Los geht's, und go. Jetzt yes, sauber. Muss ich jetzt sagen? Wow, was für ein Tempo. Jetzt. G. G. Go. Go, go, go. Ruf die Kommandos lauter. G. Go, 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 go ahead. Glaubst du, du schaffst es, dass du Blumi mit der Vorderpfote aus der Zentralleine bekommst? Schau mal. Blumi. Genau. Was ist da jetzt los? Ich habe sich verknotet. Klasse. Das kennt jeder Hundeschlittenführer. Die Leinen müssen entwirrt werden, damit die Huskies sich nicht wehtun. Und weiter geht's. Okay. Go ahead, go ahead. Jawohl. Die Kommandos hat Connor auf jeden Fall gut gelernt. Ho, ho. Ho. Go, go.
Jawohl, und jetzt Also es war schon richtig, richtig cool. Einfach mal, und dann das Tempo, als sie dann richtig losgegangen sind. Also man muss ganz sicher auch die Kommandos auswendig können und nicht denken, ach Mist, war es jetzt das oder war es das andere. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Wen hast du da alles? Kriegst du noch die Namen zusammen? Also das hier ist die Vierli hier, daneben ist die Blumi, da vorne sind dann Hanni und die Nana. Klasse. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Weiterfahren, ganz sicher. Jetzt darf auch Arthur mitfahren und erleben, wie stark man bei der Fahrt mit den Hunden lenken und bremsen muss. G! G! Go! 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 Go ahead! Go ahead! G! Und für euch habe ich jetzt auch noch was. Wenn ihr mal prüfen wollt, wie gut ihr aufgepasst habt und euer Wissen über Schlittenhunde testen wollt, dann geht doch mal auf deingroßertag.de. Zurück im Huskyhof. Achim bereitet das Futter für seine Hunde vor. Es gibt eine Mischung aus Trockenfutter und Fleisch, vermischt mit etwas Wasser. Jetzt gibt's was zu fressen. Es wird ihn nicht schummeln. Lecker, unglaublich, schmecker. Wie brav die Hunde warten, bis jeder seine Napp vor die Nase gestellt bekommt. Katie, komm hierher. Katie, da. So. Katie, schon so rüber? Fand er dein Essen kommt? So. Okay. Aber dann gibt's kein Halten mehr. So. Dann würde ich sagen, leg mal los mit Zwinger sauber machen. Zwinger sauber machen. Ja, auch das gehört für echte Hundefreunde dazu. Hey, das ist ja aber ganz schön cool. Ist so gut? Ja, genau. Und womit denn das? Und die Häufchen, die darf später der Arthur raustun. Arthur übernimmt ohne zu zögern diesen wirklich nicht ganz angenehmen Job. Die beiden sind echt ein tolles Team. Ruckzuck sind die Zwinger gesäubert. Und die Huskies bedanken sich bei uns. Die sind auf jeden Fall auf Kuschelkurs. Hier sind sie. Ah. Hallo. Moin. Hallo, Bellu. Oh, die wollen alle knutschen. Sabrina und Achim sind so tolle Gastgeber. Sabrina hat extra Connors Lieblingsessen gekocht. Schnitzel mit Pommes und Salat. Arthur, für dich auch gesundes? Ja. Ja? Der zweite Tag geht zu Ende. Wir genießen das leckere Essen und die gemütliche Stimmung. Guten Appetit. Guten Appetit. Wie ist der Salat? Gut, ja? Ohne Tomaten. Magst du keine Tomaten? Nicht richtig. Gut geworden. Danke schön. Um uns herum stehen die vielen Pokale, die Sabrina und Achim schon bei Hundeschlittenrennen gewonnen haben. Morgen geht's auch für uns endlich hinaus in den Schnee. Hoffentlich. Tatsächlich, wir haben Glück. Der nächste Morgen und der Skiort Oberstdorf begrüßen uns mit herrlichstem Winterwetter. Die Nana kennst du schon als Leitung? Ja. Die Leitung ist immer ganz vorne. Genau. Nana, steh, Line out. Line out heißt stehen bleiben. Genau. Und wetten, kommt da gleich die Hanni hin? Jawohl. Super. Sollen wir dir helfen? Genau. Du darfst gerne halten. Am liebsten würden alle Hunde gleichzeitig drankommen. Hanni. Super. Hier haben wir wieder die Tuckleine. Die Hunde werden links und rechts der Zentralleine eingespannt. Außerdem verbindet Sabrina die Tiere paarweise mit einer weiteren Leine. Super. Der Leithund wird Lead Dog genannt. Dahinter kommen die sogenannten Wheel Dogs. Also Lead Dogs ganz vorne, Leithunde und dann die Wheel Dogs in der Mitte.
Bis zu 12 Hunde werden bei großen Rennen gleichzeitig eingesetzt. Wir sind heute mit 4 unterwegs. Dann würde ich sagen, könnt ihr schon mal Platz nehmen im Schlitten, ihr zwei. Okay. Heute ist es endlich soweit. Connor, Arthur, wir sind im Schnee, die Schlittenhunde sind auch da. Und heute ist dein großer Tag. Bist du soweit? Ja, natürlich. Okay, los geht's. Cool. Arthur, du fehlst ja noch. Passen wir überhaupt zu zweit rein? Eine, drei. Ich bin nicht mehr. Go, 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 go. Go. Yay, viel Spaß. Nein. Endlich ist es soweit. So macht Schlittenhundefahren richtig Laune. Wie schnell sind wir gerade eben? So 10 km/h sind wir schon schnell. So, jetzt gibt's mal irgendwie Befehle. Go! Nana, go! Jawohl, schön anfeuern. Connor und Arthur sind voll bei der Sache. Team ist machen. Jawohl, super machen. Go! Go, Nana! Go! So, jetzt links. Richtig cool. Macht Spaß? Ja, ganz sicher. So viel Spaß. Und die Kommandos sitzen auch? Ja, die Kommandos, die sitzen. Echt? Du warst ja schon aufgeregt eben. Wir waren sehr aufgeregt hier. Ja, aber im Moment sitzt der ja noch da vorne. Das ist ja noch nicht alles, oder? Ja. Ja. Stimmt. Jetzt darf Connor endlich hinten stehen und beim Lenken helfen. Wie ein echter Mascher. Dazu muss er sein Gewicht immer in die Richtung der Kurven verlagern. Sonne, Schnee und der Fahrtwind um die Nase. Das ist, was Hundeschlittenfahrer an diesem Sport so lieben. Connor macht das echt super. Connors Traum ist in Erfüllung gegangen. Und er und die Huskies sind längst gute Freunde geworden. So, Connor, das war dein großer Tag. Ja. War ein toller Tag, oder? Richtig, richtig cool. Danke, Sabrina, danke, Achim, für die drei coolen Tage. Sabrina und Achim haben das nicht nur alles ganz toll vorbereitet und organisiert hier mit ihren Hunden, die haben auch noch eine kleine Überraschung für euch. Stimmt's? Ja. Ein tolles Masche-Diplom. Wow. Einmal für den Connor, einmal für den Arthur. Masche, das ist immer der Schlittenhundeführer, der hinten auf dem Schlitten drauf steht. Das ist also der Fachbegriff für den Profi. Genau. Jetzt bist du Profi, Connor. Für den Winter, dass ihr immer an uns denkt. Oh, die ist ja niedlich. Geht dir noch eine coole Husky-Mütze. Das gefällt Fili auch genau. Gut. Genau. Ich auch. Ja, logisch. So. Heute ist wieder ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Und wenn ihr auch einen unerfüllten Wunsch habt, dann geht doch mal auf deingroßertag.de, denn da könnt ihr euch bewerben. Wir sagen Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.